Letzter Blick auf die Ausrüstung. Es muss schnell gehen. Ein Interview steht an für das Kamerateam und die Reporterin. Ding Yu arbeitet für den Gerichtskanal eines Regionalsenders in Chinas Provinz Henan. Sie ist ein Star und hat am Samstag zur besten Sendezeit ihre eigene Show. Reality-TV auf Chinesisch. Ding Yu interviewt zum Tode Verurteilte kurz vor der Hinrichtung. Und 40 Millionen sehen zu. Ihr heutiger Gesprächspartner ist Gao Pingfu, ein 42-jähriger Mann, der seine Ex-Frau vor den Augen seiner kleinen Tochter erstochen hat. Du hast deiner Tochter nie etwas tun wollen. Aber gerade sie hast du mit der Tat am meisten verletzt. Zumindest psychisch. Weinst du, wenn du daran denkst? Nicht mal als mein Vater gestorben ist, konnte ich weinen. Nur als ich meine Ex-Frau getötet habe, habe ich geweint. Als du sie ermordet hast? Ja, ich habe ihren Körper gehalten und geweint. Glaubst du, dass das Liebe ist? Ich weiß nicht. Ich wollte ihr nichts tun. Aber am Ende habe ich sie getötet. Mehr als 4000 Menschen sollen im letzten Jahr in China hingerichtet worden sein. Das sind weniger als in den Jahren zuvor, aber immer noch mehr Menschen als in allen anderen Ländern der Welt zusammen. Aber es gibt Veränderungen. Erst im letzten Jahr hat China die Zahl der Delikte, die mit dem Tod bestraft werden können, auf 55 verringert. Auch muss mittlerweile jedes Todesurteil vom obersten Gerichtshof bestätigt werden. Aber die Bürokratie arbeitet schnell. Schon 7 Tage nach dem Urteil kann die Todesstrafe vollstreckt werden. Ein Grund mehr für Ding Yu und ihr Team, sich zu beeilen. Unser Filmprojekt läuft mit Genehmigung der Behörden. Erstmals lässt man eine westliche Fernsehproduktion so nah heran. Wir fahren Stunden durch die Provinz Henan, die halb so groß ist wie Deutschland und in der fast 100 Millionen Menschen leben. Manchmal haben wir es sehr eilig. Sobald wir da sind, müssen wir aufbauen. Deshalb habe ich gelernt, mich beim Fahren zu schminken. Heute haben wir wieder einen neuen Fall. Ein junger Mann von 26 und eine junge Frau, die 27 ist. Seit mehr als 4 Jahren tourt Ding Yu durch Henans Gefängnisse. Mehr als 200 zum Tode Verurteilte hat sie interviewt. Und sie geht dabei nicht gerade zimperlich vor. Ding Yu ist überzeugt, einen gesellschaftlichen Auftrag zu haben. Als abschreckendes Beispiel sollen die Männer und Frauen dienen, die sie den Fernsehzuschauern präsentiert. Letzte Vorbereitungen für das Gespräch mit Zhang Peng. Der junge Mann wartet auf seine Hinrichtung, weil er die Großeltern seiner Freundin bei einem misslungenen Einbruch umgebracht hat. Die Freundin, die den Einbruch mitgeplant hat, wurde zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt. Warum habt ihr nicht die Eltern gefragt, wenn ihr Geld brauchtet? Wir haben uns geschämt. Warum? Wir sind erwachsen, sollten klarkommen. Wir wollten nicht, dass sie sich Sorgen machen. Was war euer Plan? Ich wollte Schlaftabletten in die Milch tun und sie Oma zum Trinken geben. Wenn sie schlafen würde, wollte ich den Schrank aufbrechen und das Geld nehmen. Das hattet ihr genau geplant. Und was ist dann passiert? Die Oma hat davon getrunken, aber nur einen Schluck. Das wussten wir nicht. Als ich dann am Schrank Krach gemacht habe, ist sie aufgewacht. Und dann hast du die Großeltern deiner Freundin umgebracht. Denkst du manchmal an sie?
Ja. Soll ich deiner Freundin etwas ausrichten? Es tut mir leid. Sie soll stark sein und weiterleben. Und sich nie wieder mit jemandem wie mir einlassen. Danke für das Interview. Als Mensch empfinde ich natürlich auch Sympathie für sie. Vielleicht auch, weil ich eine Frau bin. Ich habe schon Verbrecher interviewt, die noch jünger waren als er. Einige waren gerade mal 18 Jahre alt. Das ist das Mindestalter bei uns, um hingerichtet zu werden. Sie sind alle von uns gegangen. Man hat sie hingerichtet. Sie haben ihre Familien für immer verlassen. Auch wenn die Fälle sie berühren, Ding Yu arbeitet hart und professionell an ihrer Sendung und ihrer Karriere. Jedes Detail, vom Schnitt bis zur Moderation, wird von ihr mitbestimmt. Der Schnitt der Folge für diese Woche gefällt ihr noch nicht so recht. Und um weiterhin so erfolgreich zu bleiben, weiß sie, muss alles stimmen. Jeder einzelne Fall muss so präsentiert sein, dass der Zuschauer dranbleibt. Es scheint sich auszuzahlen. Ding Yu ist sehr populär in der Provinz. Sogar einen Spitznamen haben die Zuschauer ihrer Sendung gegeben. Die Schöne und die Bestien. Letzte Korrekturen werden noch besprochen. Dann geht es in die Redaktionssitzung mit Chefredakteur Lü Pei-jun, der Genaueres über die nächste Folge wissen will. Er ist überzeugt, mit Ding Yus Sendung nicht nur einen Quotenhit gelandet zu haben. Als ich zum ersten Mal den Vorschlag für die Sendung Interviews vor der Hinrichtung gesehen habe, habe ich es direkt für eine tolle Idee gehalten. Nicht, weil ich dachte, dass es uns kommerziellen Erfolg bringen könnte, sondern aus Verantwortungsgefühl für unsere Gesellschaft. Wir wollen unsere Zuschauer warnen, denn wir meinen, dass solche Tragödien verhindert werden könnten, wenn die Menschen gewarnt, ja, abgeschreckt werden. Und das ist gut für unsere Gesellschaft. Und außerdem sind wir jetzt unter den Top 3 Sendungen von 50 Kanälen. Ding Yu moderiert ihre Fälle im Studio auch selbst an. Vor der Aufzeichnung geht es noch in die Maske. Und dann ist alles bereit. In ihrer Moderation wird die Reporterin den Zuschauern ganz persönlich die Schicksale der Todeskandidaten nahebringen. Aber Zeit für eine kleine Änderung muss sein. Meinst du nicht, dein pinker Stuhl wäre besser? Ich hab doch pink an. Es geht los. Die Show beginnt. Der nächste Fall wartet schon. Diesmal wird Ding Yu einen Mann interviewen, der eine Frau ausgeraubt und getötet hat. Die Fälle muss sich die Redaktion vom Provinzgericht absegnen lassen. Und so wird grundsätzlich über spektakuläre Morde berichtet. Obwohl in China Menschen für weitaus Geringeres hingerichtet werden, wie zum Beispiel für schweren Betrug, Drogenschmuggel oder Spionage. Das Interview scheint sich zu verzögern. Schließlich wird klar, der junge Mann hat sich anders entschieden. Er möchte nicht interviewt werden.
Das mit dem Interview klappt heute nicht. Ich schätze, der Gefangene ist zu schüchtern, um mit uns zu reden. Und er steht nach seiner Verurteilung natürlich auch unter enormem Stress. Da kann man nichts machen. Ich mache die Sendung jetzt seit mehr als 4 Jahren. 52 Folgen pro Jahr. Das macht mehr als 200 Folgen. Manche der Fälle haben bei ihren Zuschauern für heftige Diskussionen gesorgt. Nicht zuletzt der Fall des Homosexuellen Bao Rongting. Dieser Mann wurde verurteilt, weil er seine Mutter ermordet und sich an der Toten vergangen haben soll. Wie heißt du? Ding Yu. Von Henan TV? Ja, warum fragst du nach meinem Namen? Nun, ich respektiere jeden Menschen. Jeder ist ein menschliches Wesen, oder? Bao Rongting war der erste Homosexuelle, den Ding Yu interviewt hat. In China ist die Homosexualität erst seit Ende der 90er Jahre nicht mehr strafbar, aber immer noch ein gesellschaftliches Tabu, auch für Ding Yu. Hast du deine Mutter getötet, weil du sie gehasst hast? Weil sie dagegen war, dass du mit Jungs zusammen warst? Und ist der Hass dann übergeschwappt? Eigentlich ging es dabei um Geld und Sex. Diese Folge hat besonders viele Zuschauer sehr berührt. Es war eine große Herausforderung für mich, dieses Interview. Ich konnte einige seiner Verhaltensweisen, seiner Worte und Taten fast nicht ertragen. Obwohl er ein Mann war, fragte er mich in diesem femininen Ton: Ist es dir unangenehm, mit mir zu sprechen? Und es war mir unangenehm. Ist dir unser Gespräch unangenehm? Aber das konnte ich ihm doch nicht sagen. Also habe ich nur gesagt, nein, nein, ich fühle mich nicht unwohl dabei. Denn ein Homosexueller möchte ja immer, dass ihn die anderen akzeptieren und verstehen. Und wenn ich Zeichen von Ablehnung gezeigt hätte, hätte er eine Mauer um sich gebaut, vielleicht sogar das Interview abgebrochen und mir nie seine inneren Gefühle gezeigt. Einen Monat nach dem Interview mit Bao Rongting besucht Ding Yu ihn noch einmal, um seine letzten Stunden zu filmen. Auf dem Weg zur Hinrichtung sieht er Ding Yu und wendet sich zu ihr. Er hat mich gefragt, wohin ihn sein Weg führt. Er wusste, dass sein Leben jetzt gleich vorbei sein würde. Wohin werde ich gehen? Komme ich in den Himmel? Aus Bao Rongtings Familie kommt keiner, um Abschied von ihm zu nehmen. Seine Geschwister haben ihm nicht vergeben. Als man ihn auf die Hinrichtung vorbereitet, ist Ding Yu der einzige Mensch hier, den er kennt. Ich habe gesagt, es tut mir leid, ich bin gestern zu dir nach Hause, aber dein Bruder wollte nicht kommen. Er sagte, es ändert nichts, es ist meine Schuld. Möchtest du etwas zu deiner Familie sagen? Zu wem? Ist niemand von deiner Familie da? Hast du einen Brief oder irgendetwas anderes für deine Familie? Was soll das? Ich werde sterben. Ein Schuss und ich bin tot. In China muss ein zum Tode Verurteilter sein Urteil durch Unterschrift und Fingerabdruck direkt vor der Hinrichtung noch einmal bestätigen. Wenn Fehler festgestellt werden, wird die Hinrichtung ausgesetzt und die Angelegenheit dem obersten Volksgericht vorgelegt. Mit der Unterschrift unter die Papiere unterschreibt Bao Rongting sein eigenes Todesurteil. Die bewaffneten Polizisten, die ganz in der Nähe letzte Anweisungen erhalten, scheint er gar nicht zu bemerken. In China wird das Todesurteil entweder durch Erschießen oder mit der Todesspritze vollstreckt. Bao Rongting wird von diesen Männern erschossen werden. Der Kommandeur warnt sich.